MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV. Und wir sind zurück hier im Paladin bei Let's Play Splinter Cell. Da ist unsere neue Mission und dann starten wir mal das Briefing und gehen direkt ins Volle. Iran will niemanden ins Land lassen? Wen interessiert der Scheiß? Buhu! Tritt dann einfach die scheiß Türen ein! Alles Lügen! Wieder versucht Amerika unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung! Scheiße, was haben wir gemacht? Wir haben Dokumente entdeckt. Aber keinen Beweis, dass Iran hinter Blacklist steckt. Die scheinen mir nicht gerade an Details interessiert zu sein. Völlig egal, ob die Dokumente echt waren. Die wollen Blut sehen und ihr Ziel heißt Iran. Na, wenn klasse. Die Caldwell keine Alternativen bieten, wird sie den Krieg erklären. Und wir haben keine? Nein. Wir haben das. Die alte US-Botschaft im Iran, ist da jetzt nicht das Hauptquartier der Kurzbrigaden? Für eine Operation von Caldwell gewagt. Ist nicht ihre. Ist meine. Was? Wie jetzt? Wir sagen ja einfach nicht, dass wir in den Iran gehen? Der Präsidentin der Vereinigten Staaten und das ist dein Plan? Sehr riskant, Grimm. Sogar für uns. Nur so können wir einen Krieg verhindern. Ja, oder beginnen. Ja, jetzt ist natürlich wieder hier. Ja, wir starten die Mission und legen los. Die Operation sollte schnell durchgeführt werden. Unsere Regierung darf nichts davon mitbekommen. Ich glaube, mir wird schlecht. Konzentrieren, Charlie. Haben wir eine Drohne, die uns nicht gleich auslöscht? Ich habe den Exploit gefixt, den Sie benutzt haben, ein Sicherungsprogramm hinzugefügt und eine Selbstzerstörung eingebaut. Ein Jahr hätte mir bereits genügt, Charlie. Wo soll Briggs hingehen? Er ist raus. Du willst es allein machen? Wo gehe ich rein? Zeig's mir. Nicht wo, sondern mit wem. Ich schicke die Daten aufs Opset. Oh Mann. Das ist eins der bestbewachten Gebäude des Planeten. Du kannst nicht... Da einzudringen ist nicht das Problem. Deren Server hängen nicht am Netz. Wir müssen die Daten von Hand kopieren? Ich schicke die Details an deine Workstation. Aber wir können nicht... Ständig jammern. Bewegung, Charlie. Ali Rohani ist unser... Du musst Chaos in Kurz Hauptquartier stiften, damit du lebend rein und rauskommst. Okay. Mit EMP überraschst du den Gegner. Der Trikopter ist ideal für Hinterhalte. Bis jetzt sind wir eigentlich gut mit unserer Ausrüstung klargekommen. Das heißt, die Rauchgranate, den Emitter und eine Haftkamera. Von daher bin ich guter Überzeugung, dass das jetzt auch so funktionieren sollte. Wenn nicht, habe ich mich getäuscht und wir müssen es halt nochmal probieren. Aber das sollte klappen. Mit Schleichen kommen wir eigentlich am weitesten schnell wie möglich durch. So rum wollte ich es gesagt haben. Weil einfach wird das Level nicht. Bolo. Ajalekon. Schwerte Tohahmach. Hallöchen. Du schläfst nur etwas. Ist mir eine Freude, General. Ich rede nicht mit amerikanischen Spionen. Nicht mal dann, wenn die eine Waffe auf deine Frau und deinen Sohn richten? Das sind doch die beiden, die gerade vom Markt zurückkommen, oder? Heute gibt's Gormes Abzieh, was? Du Bastard! Soll ich durchhören? Und gut überlegen. Ich will ins Kurzhauptquartier. Ich suche Antworten. Ich habe keine Verbindung zu Blacklist. Wenn ich einen Krieg verhindern will, brauche ich mehr als nur dein Wort. Du bringst mich da rein. Oh Mann. Stopf dir das ins Ohr. Das wird nicht einfach. Wir vertrauen einen... Naja. Damit das klar ist, wenn du auch nur einen einzigen meiner Männer verletzt, werde ich dir nicht länger helfen. Ich will niemanden verletzen. Los, weiter. Sam, anscheinend hat der Bluff funktioniert. Wir können anfangen. Los. Wunderbar. Alles für mich? Oder deine amerikanischen Freunde? Nur damit du weißt, dass ich Freunde habe. Sehr freundlich. Sam, im Gebäude musst du meinen USB-Stick an die Server anschließen. Er greift dann vollautomatisch alle Informationen über Blacklist ab. Okay. Wird nicht leicht, wenn du dich mit den Wachen anlegst. Vielleicht solltest du nach oben ausweichen. Lange her, seit sich Amerikaner das letzte Mal hergewagt haben. Oh Mann. Ihr habt euch ja schön eingerichtet. Wir haben seit 79 einige Verbesserungen vorgenommen. Ja,
Ah, okay. Ist okay. Ist okay. Ich habe mich leicht vertan. Damit das klar ist, wenn du auch nur einen einzigen meiner Männer verletzt, werde ich dir nicht länger helfen. Ich will niemanden verletzen. Los, weiter. Lauf jetzt, Mann. Sam, anscheinend hat der Bluff funktioniert. Wir können anfangen. Los. War das für mich oder deine amerikanischen Freunde? Für mich. Nur damit du weißt, dass ich Freunde habe. Jetzt geh nach vorne. Sehr freundlich. Sam, im Gebäude musst du meinen USB-Stick an... Irgendwas stimmt nicht. Hat sich da was geändert? Dürfte ja normalerweise nicht wirklich was sich geändert haben. Na, warum ist das denn an? Das habe ich grundsätzlich aus. Das liegt daran, weil ich auf einer relativ hohen Auflösung spiele und da braucht man nicht wirklich eine Kantenglättung. Server anschließen. Er greift dann vollautomatisch alle Informationen über Blacklist ab. Verstanden. Wird nicht leicht, wenn du dich mit den Wachen anlegst. Vielleicht solltest du nach oben ausweichen. Lange her, seit sich Amerikaner das letzte Mal hergewagt haben. Nicht gut. Ihr habt euch ja schön eingerichtet. Wir haben seit 79 einige Verbesserungen. Was? Ich hau ihn doch nur K.O. Ich verletze doch niemanden. Damit das klar ist, wenn du auch nur einen einzigen meiner Männer verletzt, werde ich dir nicht länger helfen. Ich will niemanden verletzen. Los, weiter. Was geht jetzt ab? Anscheinend hat der Bluff funktioniert. Wir können anfangen. Los. War das für mich oder deine amerikanischen Freunde? Nur damit du weißt, Mann, dass Mann, 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 Mann. Sehr freundlich. Sam, einfach wird das auf jeden Fall nicht. An die Server anschließen. Er greift dann vollautomatisch alle Informationen über Blacklist ab. Verstanden. Wird nicht leicht, wenn du dich mit den Wachen anlegst. Vielleicht solltest du nach oben ausweichen. Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Gut, wie kommen wir an den Wachen vorbei? Oh, oh Mann. Oh, ich knock ihn doch nur aus. Ich verletze doch niemanden. Okay, gut. Damit das klar ist, wenn du auch nur einen einzigen meiner Männer verletzt, werde ich dir nicht länger helfen. Ich will niemanden verletzen. Ist ja okay. Los, weiter. Sam, anscheinend hat der Bluff funktioniert. Wir können anfangen. Los. Gut, gut, gut. War das für mich oder deine amerikanischen Freunde? Nur damit du weißt, dass ich Freunde habe. Los geht's, würde ich sagen. Sam, im Gebäude musst du meinen USB-Stick an den Server anschließen. Er greift dann vollautomatisch alle Informationen über Blacklist ab. Verstanden. Wird nicht leicht, wenn du dich mit den Wachen anlegst. Wieso kommen wir hier nicht weiter? Mist. Lange her, seit sich Amerikaner das letzte Mal hergewagt haben. Jetzt ist für mich die Frage. Ja schön eingerichtet. Wir haben seit 79 einige Verbesserungen vorgenommen. Wie kommen wir hier vorbei? Also jetzt ohne Probleme zu verursachen, ne? Ich lenke die Wache an der Vordertür ab. Bereithalten. Sarbon. General, Intefor. Im Chevinjau so Arume? Nale Gorman, Otamorat Tabe. Kablan ba Mosaimo Ruguru Shudi? Ja, General. Tasavvur nemi konam kasi onqad ahmaq bashe ke bekhod vared inja bashe. Khudsari ro kenar bezari. Waqti Amerikaya mitarsan malum nist bakhon chikar konam. Bale, General. Okay. Jetzt sieht das Ganze gar nicht mal so schlecht aus. Okay. Ganz vorsichtig jetzt. Das läuft doch schon mal gar nicht so schlecht. Unter uns ist die scheiß Kamera. Siehst du das Parkhaus? Da geht es rein. Ich kümmere mich um die Wache. Die Kameras sind dein Problem. Geh ins Parkhaus, da treffen wir uns. Okay, machen wir. Ich habe Angst vor der anderen Wache da. Am شب کسی از اینجا رد شده سرباز. خیلی کم جنرال. گزارشی از ماشینایی که به این گاراژ وارد Jetzt wird's schwer. Jetzt wird's richtig schwer. Oh Mann, hey. Wie kommen wir daran vorbei? Wo ist die andere Wache? Da hinten. Okay, jetzt müssen wir gucken.
ممکنه یه دفعه مثلا سر از منطقه کردستان در. وی وی دا ام بستن فوربایکوم، نه؟ خیلی متاسفم. اصلا به احترامی نداشتم. آموزش تو یا وظیفتو فراموش نکن. منو میفهمی؟ البته جنرال. اگر کاری از دستم برمیاد بهم بگی. دی وخه دا فونه دا فونس اوف یدن فال نیش اکنن بتسیونگزوایز نیش سین. چند لحظه جنرال. عجله کن. اجازه بدید. ایش سی ابا تو این مردو دیدی؟ بله قربان. اخ تو شایسه، دا کوم نا اینه. جالبه. بله جنرال. عجله کن. البته. دیگر احتیاج نداری؟ اگه مهارت های گوش دادن رو یاد بگیری کارت راضی کننده میشه. متشکرم جنرال. تلاش کارم رو میکنم. شب بخیر. لکومیو گیت یتس ما وگ. Geht doch. Oh, lecko mio. Das ist echt nicht einfach. Okay, wie kommen wir jetzt hier durch? Okay, wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Wir können ja gerade nichts anderes tun, von daher. Ah. Wunderbar. Sieht irgendwie angeschlagen aus. Nein, das gibt's nicht. Jetzt waren wir schon so weit und dann so eine Scheiße. Okay, ich weiß aber, wie es geht. Von daher. Wenn du auch nur einen einzigen meiner Männer verletzt, passt schon. Kriegen wir hin. Ich will niemanden verletzen. Schildern leben. Los, weiter. Sam, anscheinend hat der Bluff funktioniert. Wir können anfangen. Los. War das für mich oder deine amerikanischen Freunde? Nur damit du weißt, dass ich Freunde habe. Sehr freundlich. Sam, im Gebäude musst du meinen USB-Stick an die Server anschließen. Er greift dann vollautomatisch alle Informationen über Blacklist ab. Verstanden. Wird nicht leicht, wenn du dich mit den Wachen anlegst. Oh. Vielleicht solltest du nach oben ausweichen. Wie knapp war das denn jetzt bitte? Lange her, seit sich Amerikaner das letzte Mal hier geweiht haben. Mann. Ihr habt euch ja schön eingerichtet. Wir haben seit 79 einige Verbesserungen vorgenommen. Lecco mio, hä. So. So. Hier konnten wir hochklettern. Wunderbar. Ah, okay, aber weiter kommen wir auch nicht mehr. Ist natürlich nicht so prickelnd, ne? Bis da vorne zur Hauswand kommen wir und das war's. Siehst du das Parkhaus? Da geht es rein. Ja, ich kümmere mich um die Wache. Die Kameras sind dein Problem. Geh ins Parkhaus, da treffen wir uns. So, dann bin ich froh, dass wir schon den neuen Anzug haben. Was so viel heißt, wie wir haben so viel Glück, dass wir ihn haben. Sonst wäre das Ganze noch schwerer geworden. Okay, wir müssen halt gucken. So, wir sind drin. Ich bin im Parkhaus, General. Warte im unteren Stockwerk auf mich. Okay. Das gefällt mir nicht. Der letzte Satz, den der General gesagt hat, entspricht nicht seinem üblichen Sprachgebrauch. Könnte ein Code gewesen sein. Wahrscheinlichkeit laut SMI bei 37%. Sei vorsichtig. Nicht gut. Er will uns übers Ohr hauen, Leute.